Moin, liebe Freunde des Rollenspiels und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Dragon Quest 11. Streiter des Schicksals. Ja, wir sind nicht im Schneefeld. Wir sind auf hoher See. Das seht ihr richtig. Wir wollen nämlich die letzte Kreatur eingetragen wissen, die es hier noch gibt. Und die soll es hier in der Nähe geben. Und die wollen wir natürlich haben. Weil ich ja gesagt habe, ich will das Buch gerne voll haben. Die Monster-Enzyklopädie. Damit fangen wir an. Heute wieder eine 4-Stunden-Aufnahmesession, meine Damen und Herren. Also es wird wieder ordentlich heute. So. Ja, ich denke mal auch heute, dass wir tatsächlich Kapitel 1 beenden werden. Ich gehe mal felsenfest davon aus. Sollte jetzt nichts irgendwie derartig schief laufen, sollten wir das heute gebacken kriegen. Denke ich doch mal. Bei uns fehlt nur noch eine Kugel. Und der Weg, ach, da ist ja das Monster schon. Das ging ja schnell. Ja, deswegen, also ich denke mal, das schaffen wir heute. Durchaus. Schauen wir mal, wie es wird. Man kann sich natürlich auch irren, aber ich denke mal, das wird heute was. Auf jeden Fall können wir gleich, wenn wir den Kampf hier gewonnen haben, können wir ins Schneefeld zurückkehren und können dann von dort aus der Story weiter folgen. Einmal Krach, auch wenn es nur ein Ziel ist, aber egal. Immer schön rein da. Au. Und einmal der hemmungslose Hieb, bitte. Und einmal knack noch hinterher. Es sollte sogar reichen dann schon. Nee, noch nicht. Gut, dann müssen wir noch einen Saus hinterher hauen. So soll es sein. Sehr schön. Das war nämlich das Monster, das uns noch gefehlt hat. Perfekt. Damit dürften wir das jetzt haben. Guck mal kurz. Ja, das Monster hat uns gefehlt. Superb. Teleportation. Einmal in Schneefeld. Lagerplatz. Guter Auftakt für die Aufnahme. Oh. Mist, da fällt mir gerade was ein. Ich habe ja was vergessen. Obwohl, das können wir vielleicht später noch machen. Hoffe ich zumindest mal. Ich gucke nachher mal. Wir wollen jetzt aber erstmal die Story wirklich fortsetzen. Ne, fangen hier gleich zu Anfang erstmal an hier mit einer Kreatur. Erstmal gibt es jetzt ein bisschen Story. Das können wir ja danach eventuell immer noch machen. Schauen wir mal. Ja, es taucht nur nachts auf, deswegen haben wir wieder Nacht. Am Ende der Aufnahmesession hatten wir nämlich schon Tagesanbruch, deswegen habe ich nur zur Nacht hingeschaltet. Also ich habe jetzt nicht offscreen gespielt diesmal, ne, weil zu Beginn der letzten Aufnahmesession hatte ich ja gesagt, wir haben 200.000 Jetons gewonnen und das hätte mir dann erstmal gereicht mit dem Jackpot. Aber heute gehen wir zum Hixheim. Was steht denn hier eigentlich? Der Zutritt zum Hixheim ist im Interesse der öffentlichen Sicherheit untersagt. So, so. Im Interesse der öffentlichen Sicherheit. So, so. Sehr interessant. Ja, ja. Der Hixheim. Jawohl. Was zum Henker hat ein Zivilist hier zu suchen? Dieser Wald ist äußerst gefährlich. Ich würde euch raten, umgehend von hier zu verschwinden. Was ich hier mache? Ich bin ein Soldat aus Heliodor, war klar. Wir wurden entsandt, um herauszufinden, warum jeglicher Kontakt zu Fernland abgebrochen ist. Anscheinend hat eine böse Hexe die Stadt zur Eis erstarren lassen. Die miese Täterin und ihr monströser Beschützer hat sich in diesem Wald geflüchtet. Was auch der Grund ist, warum ihr nicht hier sein solltet. Jawohl. Ja, das sind für mich Soldaten. Bogenwichte, da haben wir sie ja. Einmal der Hackschrauber. Okay, den ersten hat es gleich komplett erwischt. Oh, ja, okay, da fehlt jetzt nicht so viel. Ein einschläferner Pfeil. Ah ja, okay. Sollte reichen. Tut es auch. Sehr schön.
Ja, ob der es glaubt oder nicht, ich hoffe, das wird jetzt dann erstmal die letzte Aufnahmesession sein, die ich zu Dragon Quest mache. Nein, ich werde das Spiel nicht abbrechen, keine Sorge. Aber ich habe dann so viel Vorrat, das sollte dann erst einmal reichen, denke ich. Wir sind dann nämlich 2 Monate im Voraus. Ja, 2 Monate, ihr hört richtig. 8 Wochen. Es ist ein kleiner Vorrat, sag ich mal so, ne? Ich war die letzten Tage sehr, sehr fleißig. Würde ich mal, möchte ich mal meinen. Ahem. Gut, wir gehen mal weiter. Das Gebiet hier übrigens kann jederzeit wieder betreten werden, auch danach, ne? Also. So gekrallt. Mein Trupp wurde von einem Schneesturm überrascht. Und bevor ich mich versah, stand ich allein da. Hoffentlich finden die anderen mich, bevor es die böse Hexe tut. So kalt. Ja. Super Performance von mir, ich weiß. Nicht. So, haben wir das Vieh? Nein. Komm und schnapp es dir. Gelb. Was waren die Gelben nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Drakina. Aha. Wissen wir das jetzt auch? Drakina. Okay. Der eine weicht auch noch aus, die Sau. So eine Sau, ey. So ein Ferkel weicht er einfach aus. So. Einfach so. Ohne Erlaubnis. Wird er gleich weggetreten mit 200 Schaden. Alter. Autsch. Nicht nett. Aber ein bisschen Magie abnehmen. Einmal den Erntemond bitte. Jawohl. Fast jeder Tritt sitzt. Veronica wins again. Und zwar voll. Gut, damit haben wir die nächste Kreatur in unserer langen, langen Liste der Monster. Permaschnee, okay. Oh, das wollte ich jetzt nicht, aber okay, ist jetzt halt so. Aus Versehen reingestolpert. Ich weiß, es werden manche sagen, lüg doch nicht, du wolltest das jetzt extra machen. Nein, wollte ich nicht. Aber jetzt kämpfen wir halt und dann mit hat es sich. Ihr wisst doch, Punkte sind immer gut. Sehr schön. So, ja, wir werden wahrscheinlich erstmal zusehen, wie Jade auf Level 33 kommt. Veronica, Stufe 35, hat damit 14 Punkte. Rionaldo, Stufe 34, hat damit 6 Punkte. Sehr gut. Also, Veronica kriegt damit endlich ihr Aggressionstraining. Dadurch sind ihre Angriffszauber noch stärker. Sehr schön. Also, die werden stärker, sofern sie die Technik einsetzt. Rionaldo, ups. Rionaldo kann damit, glaube ich, nicht so viel anfangen. Nee, leider nicht. Schade. Okay, Jade. Jade bekommt... Ach, schade. Fehlt ihr ein Punkt. Hm. Es fehlt ihr genau ein Pünktchen. Das ist sowas von fies. Das ist immer dieser eine einzige Punkt, der entscheidet immer. Furchtbar. Schrecklich, sage ich euch. Einfach nur schrecklich. Wie sieht es denn hier auf der Karte aus? Ja, ja, man hat schon gesehen, da oben ist ein Speicherpunkt. Na, also, das muss ich auch tatsächlich dem Spiel positiv hervorheben. Es gibt immer vor dem Bosskampf oder so gibt es immer noch mal einen Speicherpunkt. Hoffentlich ist der Kommandant unverletzt. Wir sind den weiten Weg aus Heliodor hierher gekommen, um Firnland Beistand zu leisten. Die Hexe, die die Stadt eingefroren hat, hält sich hier irgendwo in diesem Wald auf. Wenn es uns gelingt, sie zur Strecke zu bringen, bricht dies vielleicht den Fluch. Leider wurde unser Trupp in diesem verdammten Schneesturm versprengt und der Kommandant ist nirgends zu finden. Er ist ein Ritter ohne Gleichen. Aber wir Heliodora sind nicht geschaffen für die Kälte. Warum werde ich in die öde Provinz geschleift, frage ich mich. Ich bin der Spross eines der vornehmsten Geschlechter in Heliodor. Ich wusste, dass es ein Fehler war, der Armee beizutreten. Hätte ich doch nur all die guten Ratschläge in den Wind geschlagen und meinem Vater nachgeeifert, diesem Lebemann. Dann säße ich jetzt am Strand von Puerto Valor und würde die Mädels begutachten. Perversling. Lasst mich! Oh, Flinkheitssamen. Okay. Sehr schön, sehr, sehr gut.
Da könnten wir rein theoretisch abkürzen, will ich aber nicht. Wir nehmen den langen, umständlichen Weg, weil da gibt es nämlich Items. Und wie man sieht, auch Monster. Aber auf die Monster bin ich gar nicht mal so scharf. Eher auf die Items, die sich hier noch verbergen. Zum Beispiel da hinten. Da gibt es nämlich eine Kiste, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja, eine Kiste und ein Soldat. Ich kenne euch doch irgendwoher, oder? Ich bin mir sicher, dass ich euer Gesicht schon mal gesehen habe. Ja, etwas an euch kommt mir sehr bekannt vor, aber ich kann nicht genau sagen, was es ist. Naja, wie dem auch sei, es gibt im Moment Wichtigeres, worum ich mich kümmern muss, wie zum Beispiel den Kommandanten schleunigst zu finden. Du wirst den Kommandanten aber nicht finden, wenn du hier rumpatrouillierst, mein Lieber. Genau, so ein Glück. Lars findet ein Anleitungsbuch mit dem Titel Schutzsuchen hinter Platin. Eine Platinplatte, ein Platin-Schild herzustellen. Vielen Dank, sehr schön. Auch Anleitungen können wir übrigens theoretisch vervollständigen. Ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Aber ich will es versuchen, so gut es geht. Im Rahmen meiner Möglichkeiten. So, hier gibt es nämlich, kann ich schon mal vorab sagen, es gibt hier nämlich eine weitere Variation eines Monsters, das wir schon gesehen haben. Keine seltene Variation, aber eine Variation. Da hinten kann man sie übrigens schon so ein bisschen sehen. Es ist nämlich die Variation eines Orkes. Da sehen wir ihn. Der Ork-König ist es nämlich. Gut, dann wollen wir seiner königlichen Hohlheit, ich glaube, gleich mal einen kleinen Schrauber verpassen. Diese Orks verfügen übrigens über Magie. Tatsächlich. Ich glaube, sie können sogar andere wiederbeleben. Rein theoretisch. Es sei denn, sie sterben beide gleichzeitig. Dann natürlich. Ja, Jade. Das sehe ich auch so, meine Liebste. Das sehe ich auch so. War viel zu einfach. Nein, alles gut. So, dann haben wir hier noch Mineralvorkommen. Mal sehen, was wir hier Schönes haben. Golderz. Blaues Kleinod. Schon wieder ein blaues Kleinod. Also hier gibt es viele blaue Kleinode. Mein lieber Mann. Ach komm, nehmen wir den noch mit hier. Der ist mit seinem schwächeren Kollegen so alleine hier. Ich wollte zuerst sagen, rein theoretisch haben sie einfach nur die Klamottenfarbe getauscht und eben halt die Hautfarbe, aber das stimmt ja gar nicht, weil seine Klamotten, die Klamotten des Orks sind ja grün, nicht blau. Ja, wie gesagt, die Ork-Könige können sich heilen. Und auch andere wiederbeleben. Aber ich glaube, das verschwendet ihr einen gesamten Mana-Vorrat. So, das haben wir. Und schon sind wir da, Freunde. So schnell geht das. Am Hexheim. Ich werde natürlich den Speicherpunkt nutzen. Denn der heilt uns auch, genau. Also Speicherpunkte, die meistens ohne Lagerfeuer sind, die heilen uns auch tatsächlich. Nicht immer, aber es kommt vor durchaus. Wir überspeichern jetzt mal die Mandala-Geschichte. Die Michelle-Sequenz habe ich übrigens nachgeliefert. Ich muss mich übrigens einmal bei euch entschuldigen an dieser Stelle. Denn ich hatte ja gesagt, von wegen, es werden beide Sequenzen freigeschaltet. Stimmt leider nicht. Ist leider falsch. Ich musste dafür meinen allerersten Spielstand, den ich damals erstellt habe, nutzen, um die Sequenz euch zeigen zu können. Aber ich habe sie euch nachgereicht. Und Katze. Ach ja. Was für ein Schneegestöber. Im Schneesturm verlieren die Gruppenmitglieder einander aus den Augen. Toll. Wir sind ganz alleine. Ganz alleine in der Dunkelheit. Naja, Dunkelheit nicht, eher im Schneegestöber. Aber wir müssen weiter. Wir, der tapfere Krieger von Eschenburg, müssen weiter voranschreiten durch diesen Schneesturm. Um die Hexe und deren Diener zu stellen, Katzin. Ach nee. Wen haben wir denn da?
Hendrik, lang nicht gesehen und doch wiedererkannt. You will not keep me from the witch beast. Yield! The darkspawn here? Och, wie ungestüm. How could I be so foolish? Und es gibt einen kleinen Kampf gegen Jötun. Oder Jottun, wie auch immer. Wir sind alleine übrigens, möchte ich nochmal betonen. Aber wir kämpfen alleine gegen ihn. Joa. Aua. Ja, unsere Kälteresistenz geht runter. Nicht gut. Ey. Der macht eine Schneeballschlacht und wir hauen ihn eine Klinge nach der anderen um die Ohren. Okay. Er opfert seine Abwehrkraft für Angriffskraft. Normalerweise kann es recht sinnvoll sein, aber da er fast tot ist, er nicht. Dadurch hat er es mir nämlich leichter gemacht. Jötun wurde besiegt. Wir bekommen 2400 Punkte und 290 Gold. Danke! No. You have served your mistress well, but your day is done. No! War klar. Now it is your turn, Darkspawn. You will not escape me this time. What is the meaning of this? What a pleasure to finally meet you, Sir Hendrik. Damn you, witch. Is this your doing? Nothing personal, my pretty. But I promised the one who released me that I'd freeze you in your tracks. Ist eine hübsche, muss man ja schon sagen. What a lovely little trinket. It's just like his. We shall make such a captivating couple. Matching necklaces and all. What? Oh, more questions. You so-called heroes are nothing but talk. It's time to put you two on ice forever. Not if I have anything to do with it! Are you all right? Well, now, Sir Hendrik, you'll be in charge of this party of foreign soldiers we heard about. The ones Queen Frisabel sent. Leaving so soon? Sure, you don't want to round us up and throw us in jail? Oh, I will. All in good time.
He's freezing cold. That spell must have really taken its toll. We passed a hut on the way here. Let's carry him there. Ja, das hat uns glatt umgehauen. Ja, ja. Ja, magische Kälte kann einen wahrscheinlich noch mehr zusetzen als normale Kälte. Oh, mir ist immer noch ganz kalt. Vor allem, wir tragen ja nun diese Rüstung, ne? Gut, die mag vielleicht auch in gewisser Weise schützen, vor dem Schnee zumindest, aber vor der klirrenden Kälte nicht. Die geht ja richtig schön durch. Das ist ja das Fiese. Guten Tag, der Herr. Ah, so you are finally awake. Are you feeling better, friend? Ja, etwas, ne? Good, good. You have your companions to thank for that. Such caring comrades are a rare gift. Ah, but forgive me. I have not introduced myself. Ja, echt, voll unhöflich von dir. I am Snorri, scholar of the arcane arts. I came here to investigate the origins of the Wicked Witch who froze Sniffleheim solid. Mm-hmm. It was luck, and luck alone, that caused me to be away from the city when she first appeared. Or I, too, would have been turned into an icy statue. Your friends tell me the Queen has asked you to eliminate the sorceress. If it will help you in your quest, I will be happy to share what I have learned. Mm. The witch's name is Kristallinda. Long ago, in the Age of Heroes, a mighty mage imprisoned her within the pages of an enchanted grimoire. The book was hidden away safely in the Royal Library, an ancient archive built by the founders of Sniffleheim to house the combined knowledge of all humankind. Having learned this, I tried to go and see the book for myself. Alas, the library was swarming with monsters, and I was forced to retreat. Oh, hello. Up and about, are you? Thank goodness for that. Indeed. You are well on the way to recovery thanks to your young friend here. It is plain to see that Veronica cares for you very deeply. Put a sock in it, Snorri! There is no need to be embarrassed, my dear. Anyway, your timing is perfect. I had just finished telling your friend all I had learned about the witch. I'll get straight to the point, then. We're taking Snorri here back to the library so he can look for clues on how to beat her. It is high on a plateau to the east of here, but we must make our way around to the south before we can reach it. Shall we? Wir können. Jetzt muss ich aber gerade erstmal plaudern, entschuldigt, Leute. Yes, my friend? Der große Magier, der die Hexe im Zeitalter der Legenden besiegt hat, hat eine Aufzeichnung seiner Taten in der königlichen Bibliothek hinterlassen. Der Bericht könnte uns helfen, sie wieder einzusperren. Die königliche Bibliothek liegt östlich vom Schneefeld, aber hoch oben auf einem Plateau. Für den Aufstieg müssen wir es in Richtung Süden umrunden. Ja, wie man sieht, er ist tatsächlich mit in der Gruppe dabei. How's it going? Die Rettungsmannschaft, von der die Königin uns erzählt hat, bestand also aus Hendrik und seinen Schergen. Ich war schon ziemlich nervös, als ich ihn gesehen habe. Er gibt normalerweise nicht kampflos auf. Aber dieses Mal scheint er schon nach Heliodor zurückgekehrt zu sein. Wir haben ihn wohl verscheucht, was? Did you want to talk to me? Während du dich in Europe's Hütte ausgeruht hast, saß Veronica in jeder wachen Minute an deiner Seite, um deine Hand zu halten und dir die Stirn abzuwischen. Hallo? Sie muss in größter Sorge um dich gewesen sein. Ich habe noch nie erlebt, dass sie sich so um jemanden gekümmert hat. Hallo, Veronica, willst du uns was sagen?
Oh, honestly. Schau mal, Lars. Ich weiß, dass diese Hexe einen netten Anblick bietet. Oh ja, das tut sie wirklich. Aber lass dich durch ihr ansprechendes Äußeres nicht täuschen. Wahre Schönheit hat nichts mit der Optik zu tun, sondern kommt aus dem Herzen. Und wir beide wissen, dass das bei dieser aufreizenden Sirene kalt wie Eis ist. Ich lasse es erstmal so stehen. Der Anhänger, den die Hexe Ritter Hendrik abgenommen hat, wurde ihm von meinem Vater geschenkt. Es ist ein Zeichen der Treue zu Heliodor. Was will sie mit so einem Ding überhaupt? Sie hat gar keine Verbindung zu unserem Königreich. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich habe den Namen Urup schon mal gehört. Ja, unter den Fernländern Gelehrten ist er eine ziemliche Berühmtheit. Wenn er das, was er sucht, in der königlichen Bibliothek auftreiben kann, schaffen wir es vielleicht, einen Weg zur Rettung des Königreiches zu finden. Ja, ja, und diese gottverdammte Arthritis. Fürchterlich, mein Junge. Sie ist ganz verlegen. Während du geschlafen hast, war dein Körper glühend heiß und du hast die ganze Zeit über geächzt und gestöhnt. Wenn sich nicht alle so gut um dich gekümmert und dich gesund gepflegt hätten, würdest du jetzt vielleicht nicht hier stehen. Bedank dich auf jeden Fall bei ihm. Oh, nein, damit meine ich nicht mich, ehrlich. Ich habe nur meine Pflicht getan. Sorg einfach dafür, dass es nicht nochmal notwendig wird. In Ordnung? Wie verlegen sie es? Alles klar, Veronica. Total verlegen. Ja, ja. Ich muss ja tatsächlich sagen, wo ich das erste Mal selber gespielt habe. Ich habe ja damals tatsächlich mal ein Let's Play dazu gesehen. So, vor langer, langer Zeit. Damals vor 80 Jahren. Nee, so schlimm ist es dann doch nicht. Damals habe ich ja tatsächlich ein Let's Play dazu mir angesehen. Und, ja, als ich mir das tatsächlich angeguckt habe, die hat ja leider nicht gezeigt. Ja, es war eine Let's Playerin. Und die hatte damals leider nicht gezeigt, also die hatte Gesprächsoptionen nicht gezeigt. Deswegen wusste ich damals auch nicht, dass Veronica das so sagt, beziehungsweise dass sich herausstellt, dass sie sich so rührend um uns gekümmert hat. Wo ich das erste Mal gesehen habe, lag für mich die Vermutung nahe, dass sich so ein bisschen mehr bei ihr aufgebaut hat, als nur diese Geschichte mit ich erfülle meine Pflicht. Ihr wisst, was ich meine. Mit anderen Worten, ich will darauf hinaus, ich habe das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl, zu dem Zeitpunkt, dass Veronica, sagen wir mal, romantische Gefühle für uns entwickelt hat. Und muss ja nicht unbedingt schlimm sein, aber wäre nachvollziehbar, sag ich mal so, ne? Also, so wie das geschrieben wurde. Wenn ihre Schwester schon sagt, sie hat sich noch nie so sehr um jemanden gekümmert, dann will das wirklich schon was heißen. Natürlich, man kann auch sagen, das ist einfach eine sehr, sehr tiefe Freundschaft, die sich aufgebaut hat. Kann man auch sagen. Ja, okay. Aber aus meiner Sicht geht das schon in eine etwas tiefer gehende Richtung, sagen wir es mal so. Ihr könnt mir ja mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. So, jetzt habe ich aber euch auch lange genug zugeplaudert. Wir machen uns jetzt direkt auf den Weg in Richtung der Bibliothek. Nein, keine Sorge, ich habe mich nicht verlaufen. Ich kenne den Weg. So schlimm ist es dann doch nicht. Wir müssen hier hoch. Da wir mit dem Pferd unterwegs sind, geht das ja recht schnell. Das ist ja das Schöne. Einmal den Bot umhauen. Im Schneefeld hatten wir ja, glaube ich, schon alle Monster. Soweit ich das weiß. So. Das Gebäude hier, das hatten wir ja schon in der letzten Aufnahme gesehen. Das ist die königliche Bibliothek. Da müssen wir rein. Und es treiben sich hier nicht nur Monster rum. Es gibt hier auch wieder viele, viele Items, die wir abstauben können. Keine Funkelflecken. Okay. Monster wollte ich eigentlich haben. Moment. Info. Liste besiegter Monster. Okay, das Monster hier unten ist nicht mehr aufgelistet. Schnappen wir es uns gleich direkt.
Krempensäue. Nee, nee, also sowas. So viel dazu. Das ging jetzt schnell. Einmal mit dem Messer durchgeschnetzelt. Schoße wird durch. Geil. Ja, und hier gibt es natürlich auch jede Menge Bücher. Auch Bücher, die man lesen kann. Warum greift der Jagdroboter uns an? Bist du doof? Warum greifst du uns an? Das ist so eine Lektion, ne? Bitteschön. Habe ich gern gemacht. Das macht dann 30 Mark, bitte. Mhm. Ja, das Buch können wir nicht lesen, das ist richtig. Noch nicht, das wird nämlich ab einem bestimmten Moment wird es getriggert. Dann können wir es nämlich lesen. Dann müssen wir es, glaube ich, sogar lesen. Eine lebende Statue erscheint. Jo, sowas gibt's auch. Das seht ihr goldrichtig, sowas gibt's hier auch. Es gibt hier nichts, was es nicht gibt, sagen wir es mal so. Na komm, Jade, dann verpasse ich mal einen rabiaten Trick. Aber tu dir den Fuß dabei nicht weh. Das muss unglaublich wehtun, gegen Stein zu treten, ganz ehrlich. Boah, Jade hat ja einen Fuß aus Stahl, wie wir wissen. Das ist ja Wahnsinn. Zwei Tritte weg ist das Ding. Wonderful. Ja, wonderful. Das war ein wundervoller Tritt. Das magst du wohl sagen, du. Ja, die Statuen sind auch scharf auf uns. Der wird uns auch angreifen, deswegen machen wir es lieber vorher. So, dann machen wir gleich nochmal einen hemmungslosen Hieb. Unser nächster Aufstieg dürfte ja theoretisch nicht mehr so weit weg sein. Well, that was easy. Ja, das war es wirklich. Das war wirklich easy. Oh Gott, noch mehr Silbererz. Wir haben doch schon so viel. Was soll ich denn mit noch mehr? Große Hüter des Higgsheins. Okay, ich lasse euch das einmal lesen. Wie immer, Freunde, wenn ihr es euch in Ruhe durchlesen wollt, einfach die Pausentaste drücken und lesen. Und genießen vor allem. Ganz wichtig. Ja, ich finde das auch mit der Säule so geil, dass sie einfach so eine Säule damit dazu kriegen, wenn sie sich da hinstellen, die Statuen. 4000 Goldmünzen, geil. Da freut sich das Sparschwein. Hurra, wisst ihr, wie lange es her ist, seit ein Mensch diesen Ort besucht hat? Willkommen in der königlichen Glibothek. Glibliothek, Schleimat der größten Bücher, Schlammlung in ganz Erdrea. Wo ihr euch schon mal die Brühe gemacht habt, hierher zu glibbern, werde ich euch etwas sehr Grützliches verraten. Dieses Gebäude ist quasi eine große Rätselkiste. Drückt man die leuchtenden Schalter, drehen sich Wände und Treppen und man kommt an Orte, die vorher nicht zugänglich waren. Doch als erstes müsst ihr diesen großen, grünen, dicken Knopf neben mir drücken. Das aktiviert die Schalter, damit ihr sie auch wirklich benutzen könnt. Sobald ihr diesen Knopf gedrückt schlappt, haltet eure Augen offen nach anderen grünen Schaltern, die leuchten. Auf dieser Etage gibt es einen, mit dem sich der Weg nach oben öffnen lässt. Ist gar nicht so einfach, so einen Schleim zu sprechen. Genau, das ist quasi einmal Hogwarts für Arme. Da kann man quasi sämtliche Treppen und Türen und was auch immer alles einmal durchgehen lassen. Die anderen Schalter leuchten auf. Es sieht so aus, als könnte Lars sie jetzt benutzen. Genau, das ist quasi so eine Art Zentralschaltung. Also so eine Art, ja, so eine Art Zentralschaltung, die aktiviert wird und dann gehen die anderen automatisch an. Richtig, kann man so sagen. Genau, und dann gibt es hier quasi so ein Sesam-Öffne-Dich-Memory, hätte ich jetzt fast gesagt. So ein Sesam-Öffne-Dich-Spiel. So, jetzt wollte ich mal gerade gucken wegen Monstern. Zwei Monster fehlen uns noch und die sind mir auch bekannt, welche Monster es sind. Also unten sind wir durch. Die Schatten brauchen wir nicht mehr berücksichtigen, die haben wir ja schon. Ich weiß, ich habe sowieso einen Schatten. Danke, Leute. Nein, alles gut. Alles gut. Kein Problem. Ich werde es überleben. Nein, alles gut. Es geht mir gut. Alles prima. So, hier ist ein rotes Buch. Ich suche nämlich nochmal nach Anleitung. Die gibt es hier nämlich auch natürlich.
Ich weiß nur leider nicht mehr genau wo, weil das ist wirklich ein einziges Wirrwarr hier. Oh, es gibt immer mindestens ein Bücherregal auf jeder Ebene, das lesbar ist. Sag ich mal so. Da haben wir ja schon mal eins der Monster. Was uns noch fehlt. Die Verrektoren! Ja. Vorher kannte man die Terminatoren, das sind die Verrektoren.